Sie laufen Rollschuh, tragen kurze Röcke und benehmen sich darin wie Rugby-Spieler. Doch es gibt eine Erklärung für das merkwürdige Verhalten dieser Hauptstadtbewohnerinnen, denn das Rempeln auf vier Rollen hat einen Namen. Roller Derby ist ein Vollkontaktsport, hauptsächlich für Frauen. Und es geht darum, dass zwei Teams gegeneinander spielen, a fünf Spielerinnen. Jedes Team besteht aus vier Blockerinnen und einer Punktemacherin, nennt sich auch Jammerin. Und da geht es darum einfach, acht Blocker stehen auf dem Feld und man versucht seiner eigenen Punktemacherin durch dieses Pack zu helfen. Und pro überholte Spielerin gibt es einen Punkt. Auch der rüpelhafteste Sport braucht Anstandsregeln. Schlagen, Beißen und Beinstellen sind verboten. Ebenso verpönt am Helm oder den Klamotten ziehen. Ursprünglich kommt Roller Derby aus den USA. Dort gibt es über 100 Ligen. Auch in Deutschland wächst die Fangemeinde. Das Team der Berlin Bombshells existiert seit knapp 2 Jahren. Bei uns gibt es keine Aufnahmebedingungen. Also wer noch keinen Rollschuh fahren kann, ist bei uns auch gern gesehen. Das lernt man beim Training. Und so sieht Roller Derby jenseits des Trainings aus. Diese Aufnahmen von internationalen Wettkämpfen zeigen den knallharten Alltag eines Roller Girls. Es gibt durchaus auch schon Mitspielerinnen, die sich halt die Knochen gebrochen haben. Klar, Blutergüsse sowieso, aber ansonsten, es geht. Also wenn man jetzt vielleicht auf dem Untergrund hinfällt, ist es etwas schlimmer, aber ansonsten, es passt schon und man sollte nicht zimperlich sein. Nein. Zur Entschädigung werden blaue Flecken schon mal als Trophäen präsentiert. Und wer sich wirklich auf Rollen ins Getümmel wagt, wird beim Roller Derby in jedem Fall mit einem Adrenalinkick belohnt.